Ich bin dafür, dass ich erstmal die Fenster mache. Oder die... Moment. Fenster. Weil Zaun ja auf Englisch Fenster heißt. Ne? Nur mal hier so zur Erklärung. Und ich weiß, erklärte Witze sind scheiße, aber ab und zu mache ich es mal. Just for the lols. Oder wie damit einige Leute das auch verstehen. So. Und ich glaube, ich mache hier mal ein bisschen breite Fenster. So, hier führt die Leiter hoch. Und hier machen wir mal. So. Da noch ein bisschen und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So. Jetzt müssen wir extra ausnehmen, um das zu holen. Ich will das Holz ja nicht verschwenden. Ich lebe ja hier ein bisschen auf grünem Boden und da muss ich natürlich mich auch grün verhalten. Moment, ich muss mal gerade glotzen in den Fernseher. Wo brauche ich denn auf die Seite die Fenster hin? Moment, ich mache jetzt mal hier Kohle raus. Ofen tot. Naja, so ungefähr. So. 1, 2, 3, Lücke, 1. Das Problem ist, die Leiter ist da im Weg. Die muss auch, kann auch nicht irgendwie nach rechts oder links verschoben werden. Ach, ja, Mensch. Moment, wenn ich das hier wegmache, dann da so hinmache. So geht das doch. Aha. Ich weiß, sieht jetzt nicht ganz so symmetrisch aus, aber naja, man kann halt nicht alles haben. Aber was wir auf jeden Fall haben wollen, ist Holz und deswegen rennen wir auch schon wieder ums Haus rum. Soll ich hier unten eigentlich jetzt Dingfums hinmachen? Scheiben? Oder ganze Glasblöcke? Na, ich mache immer Glasblöcke hin, das kommt, glaube ich, ein bisschen symmetrischer hin. Symmetrisch, popetrisch. Wer kennt das denn nicht? So. Okay, und... Ui, einen Block haben wir noch. Ui. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, hier pennen wir. Hier ist die Treppe nach unten. Ich frage mich, ob ich überhaupt weiterbauen soll hier runter. Oder ob ich das nicht einfach zu betoniere hier. Beziehungsweise zu Planke. Versteht ihr? Wegen Holzplanken. Moment, da brauche ich aber helles und dunkles Holz. Und dunkel im Sinne von negativ. Ah, komm. Der Witz ist auch alt. Aber immer noch rassistisch. Und wir genießen den Sonnenuntergang. Bei diesem schönen Feuer. Ha. Nein, jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Gucken uns ein bisschen versucht um und überlegen uns, welche Teppichfarbe wir hier reinmachen. So, hier mache ich mal gerade den hier. So, Bett kann ich mal gerade abbauen. Das brauche ich sowieso gerade nicht. So, was kann ich denn hier für einen Teppich reinbauen? Nein. Oh, es ist... Ich brauche dich, Holz. Komm zu mir. Sei in mir. So. So sieht das schon mal ganz gut aus. Und das bestätigt mir auch die Musik. So. Also auf jeden Fall Wolle bauen wir darunter. Aber welche Farbe? Ich tendiere ja zu Rot oder zu Grün. Oh, ich habe gerade das Mikrofon angefasst. Tut mir leid. Wobei Rot ja beim Bett immer so Standard ist, ne? Und das, ich will ja hier nicht so ein Standard-Lobob sein. Und deswegen entscheide ich mich für Grün. Das Problem ist, um Grün zu haben, müssen wir erstmal Kakteen finden. Und ich denke, das ist erstmal eine gute Aufgabe. Ach, nicht abbauen.
Ach, wie jetzt sterben nicht so viele an dem Berg sterben. So rennen hier vier kleine Hühner rum. What the fuck? Hier gibt es sogar eine große Hühnermama. Mami. So. Ich hoffe doch, dass wir auch schnell eine Wüste finden. Eieiei. So, von hier drüben könnte ich eigentlich auch noch mal Tiere mitholen, ne? Die könnte ich runterholen. Bedünz. So, hier sind bestimmt noch irgendwo Eier. Ja, peng, peng. Eier! Wir brauchen Eier! Bene, wir brauchen Eier! War hier nicht noch irgendwo eine Wüste? Oder täusche ich mich jetzt da? Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich bin mir da niemals so genau sicher, weil ich, wie gesagt, das müsste im letzten Part gewesen sein oder im vorletzten Part, weil ich seit einer Woche nicht mehr auf dieser Map gespielt habe. Oder hinten ist erstmal Bamboo. Oder hinten generiert sich die Welt schon neu, das sieht man schon. So. Also, wie hoch ist das Bambus gewachsen? Schon vier Dinger. Bäm. Wollen wir uns mal einen kleinen Spaß erlauben? Oh. Stopp. Nicht brennen. Ich hoffe, mir brennt jetzt hier nicht das ganze Ding an. Dann ist der ganze Wald auch noch. Und dann steht alles in Flammen. Das will ich doch nicht. Cool. Leuchte ich mal aus. Peng. So. Oh Gott, nein, Schafi! Schon, das Schaf ist gestorben. Aber ich habe seine Wolle gekriegt. Ich will jetzt hier nicht immer die ganze Zeit aufpassen, dass hier nichts anbrennt. Ich ignoriere das einfach mal. Wie alle Naturprobleme. Nein. Alter! Hör auf anzubrennen! Brennt auch noch nichts? Nein. Und jetzt? Nein. Aber jetzt bestimmt. Ja, meine Fresse, egal. Ich renne jetzt einfach vor dem Problem weg. Okay, die Expedition nach Kakteen scheint wohl eine etwas größere zu werden. Oder Kaktusse, wie es ja immer noch die Profis nennen. Da denkt man sich auch dann nur, Facepalm. Bam. Und dann haut man sich volle Kanne einfach mal die Hand aufs Gesicht. So ähnlich geht auch Facebook, nur mit dem Buch. Übrigens, Facebook-Seite von mir und Twitter, beides in der Beschreibung, die ersten beiden Links. Könnt ihr mal raufklicken und liken, / followen. Das fände ich ganz nice. Nice! Alter Bass. Der fette Bass. Bitches. Boah. Ist ja voll der Porno-Bass. Dschungel! Ach ja, und Sumpf haben wir auch übrigens gefunden, aber da sind wir ja schon längst drin. Denn Dschungel, nicht schlecht. Können wir uns schon mal Ozelot holen. Ozelots holen. Interessant sieht das hier drin aus. Das war doch nicht der größte Dschungel, oder? Oder? Er geht immer weiter und weiter. Solange wie das Auge gucken kann. Habe ich mich schon verlaufen? Ist dieser Dschungel nicht zu groß für uns? Riesige Äste, die bis in den Himmel ragen. Doch nirgendwo ein Zeichen von Humanität.
Jeder ist sich selbst der Nächste. Fressen oder gefressen werden. Ich finde Bambus auf meinem Weg aus dem Dschungel. Ich nehme es mit. Und ich verkünde noch die unnötige Information, dass Bambus 1,4 mal schneller auf Sand wächst als auf Erde. Vereinzelt finde ich Wasserquellen. Ah! Ich habe mich verletzt. Halb so schlimm. Ich werde wohl schon durch den Dschungel kommen. Licht. Ich sehe Licht. Ist das der Ausweg aus dem Dschungel? Oder eine weitere Lichtung? Nein, es ist der Ausweg aus dem Dschungel. Und das war die Geschichte von mir, wie ich im Dschungel war. Könnt ihr euren Enkelkinder erzählen? Oder gegebenenfalls eurem Opa. So. Oder Enkelvater. Wobei der Enkelvater, weil Enkel ist ja eigentlich immer das davor. Also der Jüngere und dann der Vater, das wäre dann ja der Sohn und der ist man dann ja selber. Alter. Verwirrender Stuff nenne ich das. So, ich will jetzt aber hier mal langsam ein Wüstenbiom treffen. Ist natürlich logisch, dass wir dann erstmal im Waldbiom, im Dschungelbiom. Nein, Quatsch. Eben im Schneebiom nachgucken, wenn wir nach einer Wüste suchen. So, ich begebe mich mal gerade zurück wieder zu der Lavaquelle. Ich will gucken, ob da nichts angebrannt ist. Oh, hallo, halber Baum. Immer nett, dich kennenzulernen und zu treffen. Und vor allem immer wieder nett, dich kennenzulernen, weil man lernt eine Person ja nur einmal kennen. Ah. Und ja, der Baum oder der halbe Baum ist eine Personifikation. Meine Fresse, heute verspreche ich mich aber auch wieder die ganze Zeit. So, wo ist denn hier die Lavaquelle? Ich war doch irgendwo hier. Wenn nicht, habe ich mich jetzt verlaufen. Das wäre eigentlich eher weniger gut. Naja, wenigstens haben wir ein Ei gefunden. Können wir uns mit verteidigen. Vielleicht, irgendwie. Oh! Das Ei! Das Huhn! Auf seinem königlichen Platz! Allah, Shabala! Hey! Geht doch nicht von deinem königlichen Platz runter. So, jetzt haben wir mal kurze Huldigungsstätte gemacht. Huldigen! So. Okay. Ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Hauptsache, wir spielen lustige Musik im Hintergrund. Yay, aber die mache ich jetzt mal lieber weg. Weil ich lustige Musik scheiße finde. Vielleicht auch irgendwo hier. Die Lavaquelle. Nee. Okay, ich gehe jetzt einfach mal dahin hin, wo ich denke, dass es zurückgeht. Oh scheiße, es wird auch schon langsam dunkel, ne? Und wir haben relativ wertvolle Sachen dabei und zu Hause haben wir auch kein Eisen mehr. Das heißt, sobald wir zu Hause sind, beziehungsweise sobald wir verkacken, haben wir kein Eisen mehr. Oh fuck. Und nein, ich werde auch nicht F3 drücken und die Koordinaten versuchen abzulesen, weil dann habt ihr mein Seed und das will ich nicht. Ah! Mensch. Jetzt denkt man erst, man wird ja so hilflos ausgeliefert und dann, ja, zwei Ecken weiter ist schon wieder das eigene traute Heim. Genauso ist es auch bei einem Urlaub, ne? Man denkt, wir wären ganz weit weg, aber eigentlich ist das Haus nur zwei Ecken entfernt. Ich habe jetzt natürlich keinen Kaktus gefunden. Schrägstrich eine Wüste. Aber das eine folgt ja aus dem anderen irgendwie. Oder fast zu 100%, also zumindest in Minecraft, ne? In echt nicht unbedingt. Au, also, ne? Mitgefühl und so. Alles klar, das sollte fürs Erste reichen. So. Okay, ich glaube, ich mache mal eine Aufnahmepause. Ich weiß leider nicht, wie lange ich aufgenommen habe, aber wie gesagt, mein Wecker ist kaputt und alles scheiße.
Ja, so hört es sich an, wenn Günther LP müde ist. Und mit diesen Worten möchte ich euch verabschieden. Oder ich mich verabschieden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bei euch regnet es nicht draußen, so wie hier. Und man sieht sich. Haut rein!